Fernwanderwege auf Gran Canaria. Der GR 139GC mit 100 km führt durch das Biosphärenreservat der Insel. Der GR 138GC mit 70 km hingegen tangiert praktisch alle UNESCO-Welterbegebiete auf Gran Canaria. Die Wege sind in Etappen aufgeteilt. Die erste Etappe des GR 139GC geht mit 21 km von La Aldea nach Atenara. Etappe 2 mit 20,6 km führt von Atenara nach Ayacata. In Ayacata geht es in der dritten Etappe 14,5 km weiter nach Andreas. Der vierte Teil führt von Bequio nach Andres Venegera. Hier sind 16,9 Kilometer zu wandern. Am Ende steht Etappe 5 mit 16,7 Kilometer von Venegera nach La Aldea. Alle diese Wege führen entlang dem Biosphärenreservat. Gesamter Rundweg von der Iglesia de La Aldea über. De las Lajas del Jabón. Mirador del Sargento. Montaña de los Presos. Mirador de Unamuno. Cueva de los Candiles. Cuevas de Caballero. Mirador Degollada de las Palomas. Tejeda Iglesias. Timagada Cruz. Soria. Cruz Chica de Mogán. Auch der GR 138 wurde in 6 Etappen gesplittet. Etappe 1 von Atenara nach Janos de la Paz, 13,7 Kilometer. Etappe 2 von Janos de la Paz nach Tejeda, 12,9 Kilometer. Etappe 3 von Tejeda nach La Solana, 8,9 Kilometer. Etappe 4 von La Solana nach Acusa, 13,6 Kilometer. Etappe 5 von Acusa nach Tamadaba, 12,3 Kilometer. Etappe 6 von Tamadaba nach Atenara, 14,1 Kilometer. Die Etappen des GR 138 führen praktisch durch die UNESCO-Welterbegebiete auf Gran Canaria. Gesamter Rundweg vom Mirador de Unamuno über. Cueva de los Candiles. Cuevas de Caballero. Mirador Degollada de las Palomas. Mirador Degollada de Becerra. Garañón. Refugio Díaz Bertrana.
El montañón. El fraile. Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Iglesia de Tejeda. Cuevas del Rey. Degollada Las Lajas. Cueva del Zapatero. Pico de la Bandera. Presa de los Pérez. Montaña de los Presos. In der letzten Woche wurden beide Wege vom Cabildo von Gran Canaria den Besuchern zur Verfügung gestellt. Der Inselpräsident Antonio Morales sagte in Verbindung mit der Präsentation des Projektes, welches 400.000 Euro Investition erforderte. Bisher gab es auf der Insel keine Fernwanderwege. Und das war eine Forderung von Wanderern, die unsere Naturräume lieben und auf europäischer Ebene genehmigte Wege brauchen. Zusätzlich zur Konditionierung der beiden Fernwanderwege wurde mithilfe partizipatorischer und anthropologischer Techniken mit der lokalen Bevölkerung zusammengearbeitet. Dadurch gelang es, das kumulierte Wissen in einen Topogia, Geländeführer, für die kleine Tasche zu packen. Nun gibt es also ein Buch, in dem die Geschichten der Bewohner des Ortes selbst darüber gesammelt sind, welche Nutzung die Straßen in der Vergangenheit hatten und welche Aktivitäten auf ihnen durchgeführt wurden. Dieses informative Material ist in kurzer Zeit in verschiedenen Buchhandlungen der Insel zu finden. Ebenso soll kostenlos eine Faltkarte als Broschüre erhältlich sein. Quellen: cabildo.grancanaria.com. La Provincia, ES. es.wikiloc.com. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.